Wenn man nur bedenkt, dass so ein alter Baum ca. 250 Quadratmeter Schatten spendet, da geht es wirklich um 15 bis 20 Grad oft, ein Kubikmeter Sauerstoff pro Tag produziert, sehr viel Wasser verdunstet, das sind bis zu 400 Liter am Tag. Er bindet unheimlich viel Staubteilchen, der hat eine Kühlleistung von 20 bis 30 Kilowatt. Ja, in Gleisdorf haben wir zwei sehr prominente Bäume. Einerseits den Solarbaum, der jetzt Gott sei Dank vor kurzem erst renoviert worden ist. Und zweitens einen Baum zwischen dem Rathaus und dem Service Center, für den extra die riesengroße Betondecke, die dort vorher war, aufgeschnitten wurde und ein einzelner Baum dort gepflanzt wurde. Also Bäume sind in Gleisdorf ein großes Thema. Ja, wir sind heute bei Gertrud Monsberger zu Gast im wunderschönen Garten. Herzlichen Dank, Gertrud, für die Einladung. Die Klimaauswirkungen kann jede und jeder von uns eigentlich schon spüren. Und da ist die Frage, was kann Stadtgrün überhaupt beitragen zur Temperatur in der Stadt? Ja, Stadtgrün kann sehr, sehr viel dazu beitragen. Also an erster Stelle stehen natürlich die Bäume. Da geht es aber nicht nur um Neupflanzungen, sondern vor allem um alte Bäume. Wenn man nur bedenkt, dass so ein alter Baum, ein ausgewachsener Baum, eine Linde oder eine Eiche ca. 250 Quadratmeter Schatten spendet, dann kann man schon fühlen, dass es merklich kühl wird, wenn man so unter einem Baum steht. Man unterscheidet bei den Bäumen einmal die gefühlte Temperatur und die tatsächliche Temperaturreduktion. Also tatsächlich hat es unter einer Baumkrone, jetzt was den Oberflächenbelag betrifft, circa um 2 bis 3 Grad weniger, als wenn die Sonne direkt drauf prallt. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber die gefühlte Temperatur ist nochmal wesentlich geringer. Da geht es wirklich um 15 bis 20 Grad oft, weil ja der Baum auch verdunstet und dadurch ein ganz anderes Kleinklima unter diesem Baum entsteht. Wenn man jetzt so wirklich ein bisschen diese Kennzahlen analysiert, dann ist einmal klar, dass ein Baum ein Kubikmeter Sauerstoff pro Tag produziert. Also das ist ganz schön viel. Jetzt müssen wir überlegen, wenn man 20 Bäume hat, dann ist das natürlich schon, er muss natürlich ausgewachsen sein. Ich spreche immer von einem Baum in einem ausgewachsenen Zustand und kein Jungbaum. Ja, und dann ist auch so, dass er neben der Sauerstoffproduktion sehr viel Wasser verdunstet. Das sind bis zu 400 Liter am Tag. Das bedenkt man nur, also wir haben oft zu viel Wasser, oft auch zu wenig. Also das geht dann wirklich in die Luft über und das wirkt sich wieder auf diese gefühlte Temperatur aus, die man dann hat. Ja, er bindet unheimlich viel Staubteilchen, bis zu 12.000 Staubteilchen am Tag. Er produziert CO2 und er hat eine Kühlleistung von 20 bis 30 Kilowatt. So eine Baumkrone. Also da sieht man schon, dass das wirklich eine Auswirkung auf das Kleinklima hat. Ja, interessant. Also der Baum hat vielfältige Eigenschaften, die sehr positiv sind. In Gleisdorf verdorren uns dann aber eigentlich viele Bäume. Gleichzeitig investieren wir sehr viel Geld in Hochwasserschutz. Jetzt wirkt es ein bisschen, da wollen wir das Wasser zurückholen. Andererseits haben die Bäume nicht genügend Wasser. Es ist warm, also als wäre das Wasser am falschen Ort, dort, wo man es gerade nicht braucht. Ja, Philipp, du hast gerade eins meiner Lieblingsthema erwischt. Sind ja alle irgendwie bemüht, das Wasser möglichst schnell abzuleiten in den nächsten Kanal. Das ist aber einfach die falsche Lösung. Neben der grünen Infrastruktur, also dem Grün, muss man auch die blaue Infrastruktur denken, sprich das Regenwasser. Wie gehe ich mit diesem Regenwasser um? Und da braucht es einfach ein entsprechendes Management dafür. Wichtig ist, dass man immer, wenn man an Grün denkt, ohne Wasser ist kein Leben, muss man natürlich auch an das Wasser auch berücksichtigen. Und ich denke, da gibt es so viele innovative Lösungen, auch aus den Nachbarländern, auf die wir jetzt teilweise vor allem im Grazer Raum und in Wien schon aufspringen und das auch schon umsetzen und realisieren. Also hier geht es darum, dass man sagt, wie versuche ich zum Beispiel beim Regenwasser als erstes einmal die Abflussgeschwindigkeit zu reduzieren. Das wäre einmal Schritt 1, weil wie gesagt, das Wasser möglichst schnell in den Kanal zu leiten, ist einfach falsch. Wir müssen diese Ressourcen nutzen.
Ja, Beispiele dafür sind zum Beispiel Dachbegrünungen. Also Dachbegrünungen reduzieren die Abflussgeschwindigkeit je nach Aufbau des Substrats. Also wenn ich jetzt eine Extensive mit 8 cm habe, dann geht es etwas schneller, dass das Wasser schneller abfließt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 50 cm oder sogar 1 Meter Dachsubstrat habe, dann wird es entsprechend langsamer abfließen. Ich habe auch da Drehmatten darunter, wo das Wasser gespeichert wird. Ja. Und da kann ich dann schon die Abflussgeschwindigkeit 30-60% reduzieren. Also im Vergleich zu glatten Oberflächen. Ne? Das wäre mal sehr wesentlich. Und dann ist auch, dass man die Verkehrsflächen und die Park-, also die Platzgestaltungen, das versucht man auch, möglichst viel Einläufe in den Kanal zu schaffen. Ja. Sinnvoll wäre es, Grünflächen zu schaffen und dieses Wasser zu nutzen, Verrieselungsmulden, Versickerungsmulden oder dass man auch bewusst bei Baumstandorten Wasser filtert, weil das muss ja vorher gefiltert werden von Verkehrsflächen und dann als Wasser für das Grün sozusagen nützt. Da gibt es ein System, das kommt aus dem skandinavischen Raum, System Stockholm, wo man bewusst dieses Regenwassermanagement, also das Regenwasser für die Bewässerung der Grünflächen nützt. In Graz hat man das schon gemacht, in der Eckenbergallee. Ja. Graz ist eine Vorreiterstadt, was das betrifft. Also die haben da sehr, sehr viele Versuchsflächen auch schon gemacht mit Bäumen und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, das sind ja sehr gute Techniken, die bereits im Einsatz sind. Aber so Stadtgrün und überhaupt Grün an sich bedeutet ja auch immer eine Steigerung an Lebensqualität. Also wie ich meinen Lebensraum gestalte, beeinflusst, wie ich mich fühle. Und was kann also Stadtgrün abseits dieser technischen Sachen noch alles bewirken? Also Stadtgrün, also jeder weiß, dass Grün natürlich sehr positiv auf die Menschen wirkt, auch auf die Psyche etc. Wir sitzen jetzt da in einem Garten, stellen Sie sich vor, wir sitzen unten am Hauptplatz. Das ist natürlich ganz ein anderes Gefühl, mal zu sitzen. Es ist einfach eine positive Auswirkung und natürlich mit diesen ganzen klimatischen Faktoren, die auch noch dazukommen. Und es hat natürlich, Stadtgrün hat ja natürlich auch viele Funktionen. Das ist einmal, es ist ein Schattenspender, sind aber natürlich, Stadtgrün ist jetzt nicht nur Straßenbegleitgrün oder Platzgestaltungen, das ist in Parkanlagen, an Kinderspielplätzen etc. Was wäre ein Kinderspielplatz ohne Bäume, die Schatten spenden? Also das ist sehr, sehr vielfältig, ist auch für Freizeitaktivitäten wie Sport etc. eben ganz, ganz wesentlich. Ja, jetzt hast du schon erzählt, dass quasi Stadtgrün, Grün in der Stadt sehr viel die Lebensqualität steigern kann, dass es eine positive Auswirkung hat. Aber was kann da die Stadt machen, quasi um den Effekt zu erzielen, dass wir uns besser fühlen, wenn wir in der Stadt unterwegs sind oder da leben? Die Stadtregierung muss Grünplanung festschreiben, sonst wird das nicht funktionieren. Ich verwende immer wieder sehr gern das Beispiel Graz, weil das einfach eine Vorreiterstadt war. Man hat schon in den 70er, 80er Jahren von der Gartenstadt Graz gesprochen. Hier gibt es einfach ganz klare rechtliche Vorschriften. Grünplanung muss in der Stadtentwicklung, im Stadtentwicklungskonzept festgeschrieben werden, in der Bebauungsplanung festgeschrieben werden und dann später auch in den Baubescheiden und selbstverständlich kontrolliert werden. Sonst funktioniert das nicht. Dann wesentlich ist auch, dass man wirklich Bestände, Baumbestände, Grünbestände, die vorhanden sind, bewusst bewertet und beschützt. Und weil es braucht einfach mindestens 50 Jahre, bis ein Baum seine volle Entwicklung hat. Und das heißt, dass man mit Baumbeständen, die besonders wertvoll sind und erhaltenswert auch sind, dass man die wirklich schützt und in die Neuplanung mit integriert. Aber dazu braucht es Fachplaner, die diese Bestände bewerten und dann in weiterer Folge auch, dass Architekten und Landschaftsarchitekten zusammenarbeiten, dass das eine interdisziplinäre Planung ist, sonst wird das nicht funktionieren. Es ist natürlich in Kleinstädten oft schwierig, aber in großen Städten wie jetzt Graz und Wien ist es eine Selbstverständlichkeit. Fachplaner, Landschaftsarchitekten werden bei Einreichplänen vorgeschrieben. Also Einreichpläne müssen von einem Fachplaner eben eingereicht werden. Und ich glaube, das sollten auch kleine Städte auf jeden Fall auf ihre Agenda nehmen und sagen, also wir setzen Maßnahmen, schreiben das fest, das ist rechtlich geregelt und müssen das natürlich später auch überprüfen.
Ja, also da sind wir in Gleisdorf schon ein bisschen am richtigen Zug, weil es gibt ja jetzt auch in den großen Bauprojekten vorgeschrieben eine integrierte Grünraumplanung. Also das ist jetzt neu. Und da sieht man aber an dem, was du ausgeführt hast, dass Grünraum in der Stadt nicht einfach nur ist, dass man ein paar Bäume auf einen Parkplatz setzt, sondern das ist sehr komplex. Also es geht um das Grün, um das Blau, um braune Flächen auch, die man gestalten kann. Und so kann aber auch das Miteinander in der Stadt beeinflusst werden und eben unser gemeinsames Leben. Und das ist doch ein sehr schöner Gedanke, wie weit Grün eigentlich wirken kann. Absolut. Ich finde aber, dass man auch das nicht objektbezogen denken darf, das Grün und das Blau, sondern übergeordnet, über die Stadt und über die Grenzen hinaus. Weil auch Radwegeverbindungen und Fußwegeverbindungen sollten Grünverbindungen sein. Ich nehme da ganz gern das grüne Netz als Beispiel von Graz, wo man bewusst diese Radfußwege auch begrünt, weil es eine andere Qualität hat, sich dort auf diesen Wegen aufzuhalten und zu bewegen. Und diese Vernetzung muss dann also so erfolgen, dass man sagt, es gibt einerseits diese Parkbereiche, es gibt Hofbereiche und dann gibt es diese grünen Wege und grünen Netze, die das miteinander verbinden. Ja, viele Leute sagen uns ja, dass quasi alles zubetoniert wird und dass sie das gerne hätten. Das heißt, ich glaube, das ist der Wunsch vieler Einwohner und Bewohner von Gleisdorf. Und ja, so ein ganz schöner Gedanke, dass man das quasi auch einpflanzt in das Konzept der Stadt und dazu gehört nicht auch der Wille der Stadt, dass sie das also umsetzt. Das ist einmal ein wichtiger Schritt. Ja, wir werden auch noch weiter informieren über das Thema der kühlen Stadt, der grünen Stadt und auch der Eatable City, also der essbaren Stadt. Es gibt da bereits einen Ansatz, nämlich ein Beet im Stadtpark. Ja, außerdem gibt es im Sonnenpark viel Obst und Beeren, die bald bereit sind zum Essen und zum Ernten. Super. Auf jeden Fall gibt es auf unserer Website noch weiterführende Infos zu diesen Themen auf unserem Blog und eben auch auf Facebook halten wir euch auf dem Laufenden. Ja, das war die vierte Ausgabe vom Grünen Tee. Vielen Dank, Gertrud, dass wir in den Garten sein haben dürfen für diese Ausgabe. Ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal beim Grünen Tee. Baba!